Nach einem Schlaganfall sind oft auch die Arme betroffen. Mit Hilfe einer VR-Brille und virtuellen Spielen sollen Patienten schneller und selbstständig wieder lernen, den gelähmten Arm zu bewegen. In der Regel werden Patienten mit der sogenannten Spiegeltherapie behandelt. Sie ist eine gängige Methode, um dem Gehirn zu suggerieren, dass ein gelähmter Arm sich wieder bewegen kann. Dadurch kann man das Gehirn dazu bringen, die Bewegung des Arms wieder neu zu erlernen. Das Problem ist aber, dass man sehr einfache Bewegungen wie das Öffnen und Schließen der Hand sehr oft machen muss, idealerweise eine halbe Stunde am Tag, und das sehr viel Selbstdisziplin und Konzentration erfordert und das gerade von Patienten, die nach einem Schlaganfall mit Konzentration sehr schwer tun. Rehago, der Entwickler der VR-Brille, begann als Start-up an der Hochschule Reutlingen. Dort haben sich Neurologen, Informatiker und Spieledesigner ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Schlaganfallpatienten sollen in der extrem wichtigen Zeit nach dem Klinikaufenthalt zur Reha besser motiviert werden. Die Idee ist, dass der Patient aus verschiedenen motivierenden Spielen auswählen kann, die alle die Spiegeltherapie adaptieren. Das heißt, er agiert mit der gesunden Hand und sieht zusätzlich die gelähmte Hand, die sich auch wieder bewegen kann. Und wir sind überzeugt, dass dieses System dazu führt, dass der Patient motiviert ist, auch ohne den Therapeuten zu Hause regelmäßig zu trainieren, und er dadurch früher seine Hand wieder bewegen kann. Immer wieder werden die Spiele auch mit Hilfe der Patienten verbessert, etwa das Labyrinthspiel. In einem virtuellen Wohnzimmer soll der Patient die Kugel ins Ziel bringen, ohne dass sie in ein Loch fällt. Die Spieledesigner müssen dabei die besondere Situation von Schlaganfallpatienten berücksichtigen. Das heißt, dass der Schwierigkeitsgrad am Anfang sehr niedrig sein sollte. Das System erfasst in Echtzeit die Fortschritte des Patienten, zeigt ihm seine Erfolge und dokumentiert in der digitalen Patientenakte für den Therapeut den Fortschritt der Therapie. Wird durch den Einsatz unseres Systems die Rehabilitationszeit verkürzt, kann das dem Gesundheitssystem immense Folgekosten ersparen. Die Akutversorgung von Schlaganfallpatienten wurde durch die Etablierung von Stroke Units deutlich verbessert. Die VR-Brille von Rehago setzt in der Nachsorge an und trägt dazu bei, das gewünschte Therapieziel zu erreichen, möglichst selbstständig den Alltag wieder zu bewältigen.